Krieg mich gar nicht so drauf. So, ihr Schnucklinge heißen Hasenbabys. Wir sind unterwegs Richtung Efteling, werden da das Hotel checken. Ich weiß nicht, wie es gerade heißt, aber es ist Hotel. Dann die neue Show Caro und natürlich ein Parkcheck hinterher und werden uns dann, wenn wir im Hotel sind, nochmal melden. Und dann heißt es hoch die Ende Wochenende. Also Sonja wollte euch mal kurz erzählen, dass wir gerade im Hotel angekommen sind. Wir waren aber doch noch im Park, haben uns die Show angeguckt. Zur Show gibt es natürlich ein eigenes Review und dann werden wir natürlich erstmal das Hotel ein bisschen checken. Aber wir haben ja noch zwei Tage für den Park. Ja, sie checkt die Karte. Es gibt anscheinend auch hier für aufs Zimmer Burger für 15 Euro. Aber wir haben es ja. Hast einen schönen Pulli an übrigens da. Guckt euch das mal an. Ist das nicht? Schöner Pulli. Leckt mich am Zückerli. Sehr schön. Also nicht ganz in dem Format, aber gibt es natürlich auch bei uns im Forum. Ja, ja, ja. Artikel. Natürlich. Oh ja. Ja, ja. Und sonst werden wir uns gleich nochmal melden. Vielleicht, wenn das Essen da ist und der Rest check und so kommt ja noch. Und ja, hoch die Ende Wochenende. Juhu! Ja, checken wir mal das Zimmer. So viel ist es ja nicht. Also wir haben, die anderen kommen ja beim Check noch, aber es gibt auf jeden Fall ein Bett. Ich hab's gecheckt. Und es gibt ein Bad und schauen wir mal. Glaubt ihr ja kein Mensch, ne? Also da ist Sonntag, in Deutschland würden die eigentlich alle doof angucken. Wir denken uns im Hotel, so, wir können doch einkaufen gehen. Sie findet hier bei Google, wie heißt das Ding hier? Das ist, sagen wir einmal mal ein holländischer Supermarkt. 5 Minuten vom Hotel? Nix aus, nichts, alles dunkel. Dann fährst du um die Ecke auf dem Parkplatz, da stehen sogar noch Autos und der Supermarkt ist komplett offen und du denkst dir, was stimmt denn hier nicht? Und du so nehmen wir haben 20 vor 10 abends, 21.40 Uhr, sonntags. Kann man machen. Also wer in Efteling abends denkt, ich brauche noch was und will nicht für 16 Euro einen Burger im Hotel essen, der sagt sich einfach, oh, dann gehe ich halt in den Supermarkt. Wir blenden den ganz kleinen Weinladen. Wir blenden gleich mal ein Bild von einem einfach noch dazu und den Namen. Ja, ganz kleiner Weinladen, machen wir auch noch ein Foto von. Das glaubt dir kein Mensch. Also wir melden uns. Guten Appetit, ne? Ja, ciao. Frühstück, große Auswahl, vor allem große Scheiben. Sonja gibt halt so viel Gas, wahrscheinlich, dass sie durch den Park rollt. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Schauen wir mal. Wollen endlich mal große Scheiben, auch große Scheiben Käse. Nicht diese Pillepalle, muss hier mal rennen und so. Aber das nicht. Guck mal, die ist auch schon wach. Ein Traum. Ja, also ich gehe in den Park und sie wir sehen uns später bleibt dann hier und isst noch eine Runde. Wo stehen wir denn an? Wir stehen nirgendwo an. Ja, okay, es ist nicht so viel los gerade, aber Hotel gestern haben wir eine halbe Stunde vorher rein, aber ich glaube, heute wird sowieso nicht so viel los sein am Montag, also von daher. Waren wir mit anderen Dingen beschäftigt? Buffet. Ja, und dabei denkt man, ich würde fressen wie ein Scheunenbrecher, aber irgendwie. Ich esse? Ja, sieht so aus. Auf geht's! Hinein, hinein! Linda wollte unbedingt mal eine Runde aufs Eis und habe ich mir gedacht, gut. Ich bin jetzt abgezogen. Ich bin jetzt abgezogen, genau. Ich alter Eisbär. Schauen wir mal, ne? Also bis gleich auf dem Eis. Okay, also hier ist schon mal. Hier würde ich jetzt nicht so viel Gas geben bei den ganzen Wellen, aber hui! Aber drin ist das Eis gar nicht so schlecht. Ich würde mal gerne gucken, was wir hier künftig finden sollen. Die Sonja macht sich gar nicht so schlecht. Sie ist ja gar nicht mal so, sieht gar nicht mal so blöd aus. Stellt sich doch gar nicht mal so dumm an. Dann fehlt uns hier doch noch irgendwann mal was. Ich hab dich auch noch nicht eingeschlafen.
bei Markus Eisrevier heute hier. Markus Silbereisen heute auf dem Eis. Gänge. Was hatte ich vorher? Hab schon vergessen, was ich gegessen habe. Das ist so lecker. Also Salat mit Ziegenkäse. Hört sich blöd an, schmeckt sehr lecker. Bilder folgen. Burger. Und jetzt warte ich noch auf den Käsekuchen. Wenn der Käsekuchen keine Rosinen hat, kann ich sagen, ist das hier ein sehr gutes Essen im Hotel. Ambiente ist nicht so meins, aber sonst ganz schick. Und dann kommen wir zum Rest ja mit dem Check dann. Lass mal die Frau an meiner Seite auch was sagen. Da ist sie. Warte, ein, zwei, zack. Braucht man nicht so zu sagen. Das muss reichen. Sie hat alles gesagt. Also mehr kann man auch nicht sagen mehr. Das war echt nicht schlecht. Noch was sagen? Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Yeah, wir gehen jetzt die Bar nochmal aufsuchen. Gucken nochmal, wie es da so ist. Und morgen ist ja noch ein Tag Efteling, wo wir noch ein bisschen was vorhaben. Und dann geht's ans Schneiden und Schneiden und Videos und ich. Oh, jetzt kommt der Käsekuchen, also. Ciao, ciao. Oh, ja. Tag 3 in Efteling. Ich bin noch da. Ja, ich auch. Belinda ist auch noch da. Und jetzt ja, wollen wir mal gucken. Wir haben noch einiges noch nicht gesehen, beziehungsweise noch nicht gefilmt. Sie meint zwar, es wäre kälter als gestern, aber ihr kennt das ja. Nachts ist immer kälter als draußen. Und bergunter geht immer schneller als zu Fuß. Und deswegen werden wir uns gleich nochmal von irgendwann, ich weiß nicht, was wir zuerst machen werden, aber mal schauen. Wassershow kenne ich auf jeden Fall, Aquanura kenne ich auf jeden Fall schon auswendig mittlerweile. Nur den Namen nicht. Also dann, hey. Wir wollen es nicht langsam, sondern schnell. Wir sind die Männer mit einem harten Job. Wir fahren mit dem Bob. Ja, jetzt gehen wir zum Bob rüber. Kommen gerade aus, haben ein bisschen was eingekauft an Düften und so, damit wir die Bude schön voll räuchern können. Ja! Bob hat noch auf, also werden wir es mal ausnutzen. Wir wissen ja, man weiß ja nicht genau, wann da, oder weiß man es schon? Ich weiß es gar nicht. Ich hab noch, kann auch sein, dass ich gerade komplett Blödsinn erzähle, aber ich meine es. Man weiß ja schon, was gebaut werden soll drauf. Also von daher wird wohl auch klar sein, wann da die letzte Fahrt. Wir machen auf jeden Fall unsere letzte Fahrt wahrscheinlich heute damit. Ich übersetze euch das später, ich schreibe es euch jetzt. Naja. Sie hat wieder zu viel gegessen heute Morgen. Das stimmt. Ja, und dann werden wir nochmal alles, was wir so wollen, ein bisschen durchhacken. Wir haben so fast alles durch. Wir haben eigentlich alles durch für den Check und... Man hat nie alles durch, wenn man das immer nochmal fahren kann. Man hat nie alles durch. Ja, wir fahren ja auch nochmal ein, zwei irgendwas. Mal gucken. Vielleicht alles. Kriegen wir auch einen On-Ride drin. Ich weiß gar nicht, ob wir das auf dem Bock dürfen oder was auch immer. Ich hab... Schauen wir mal. Gut. Nach viermal sitzen bleiben eben in... Achso, Fata Morgana. Ja, aber da waren wir noch nicht sitzen geblieben heute tatsächlich. Aber sonst Park leer. Kann ich nur jedem empfehlen, das Datum ankreuzen. 29.01.2020 müsst ihr dann also dann hin. Tote Hose. Es ist nichts los. Top. Für alle, die genervt sind von Kindern und so. Es gibt keine Kinder. Immer runter. Ja, und jetzt? Ja, wipp doch mal. Ja, sie sollte mehr essen. Geht nicht die Challenge ein, immer wenn ihr einen Mülleimer seht,
ein Haribo oder Bonbon zu essen. Kriegt ihr nicht hin. Alle 3 Meter, 4 Meter ist hier ein scheiß Mülleimer. Also geht niemals die Challenge ein. Ihr werdet nur fett. Auf was warten wir? Auf was warten wir? Warum? Weil es noch zu früh ist. Weil wir es kühlen. Ja, es ist noch in diesem Eispalast. Auch ganz nett. Also so ein fettes Zelt hier hinzustellen im Winter ist schon... Hat schon was. Eislaufen etc. Und dann geht's nach Hause gleich. Juhu! Ich bin fast so gut eisgelaufen. Ja, lass mich kurz über... Nein. Ja. Sie hat auf dem Eis gestanden. Und ich bin nicht hingefallen. Sie ist nicht hingefallen. Ich bin nicht hingefallen. Ich weiß doch nicht, wie man hinfallen soll, wenn man nur auf dem Eis steht. Also... Ich bin ganz toll gelaufen. Ja, ja. Wir werden es ja im Video sehen, die Tage. Ach, schöne Mütze habe ich auch, oder? So, Aquanora geschafft. Es ist gar nicht mal winterlich oder gar nicht weihnachtliche Stimmung hier irgendwie. Wir werden jetzt Richtung Heimat fahren und dann sehen wir uns erst wieder zu den Parkchecks oder zu den Videos, die dann irgendwann entstanden werden, sein können eventuell. Wird dauern. Ich wieder nach Ischgl und die hier, die... Ja, schauen wir mal. Lugert also rum. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.